Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Dritter DLC Cup heute. Wir fahren also mal wieder mit dem Schwergewicht Wario. Schauen wir uns erstmal das neue Kartteil an. Das sind die Blattreifen. Die sind, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Schauen wir uns dann gleich mal an. Wir fahren wieder mit dem Crossbike. Das sieht tatsächlich erstmal nicht so schlecht aus. Wir hatten, glaube ich, die hier. Die kleinen. Ja, 3, 3,5, 3,5. 4 ein Viertel und 3,5. Was haben die? Ah, knapp 3. 3 ein Viertel, 3,5. 4 und... Ah. Die sind zwar ausgeglichen, aber ich habe das Gefühl, hier habe ich insgesamt mehr. Fahren wir also mit den Dingern. Und insgesamt sind wir mit dem Triforce, beziehungsweise dem Hyrule-Gleiter, etwas ausgeglichener. Deswegen nehmen wir den und dann geht's in den Crossing Cup. Und gleich der Beginn wird wieder spektakulär. Wir fahren im Babypark. Und ja, je höher die Kubikzahl, umso höher das Chaos auf der Strecke. Also macht euch schon mal bereit auf ein spektakuläres Auftaktrennen hier im Crossing Cup im Babypark. Es geht von ganz hinten erstmal nach ganz vorn zu kommen. Link ist mit am Start. Und gleich gibt es erstmal einen kleinen Turbo für uns. Okay. Wir müssen Münzen sammeln, genau. Und vielleicht auch mal ein paar Items. Das wäre auch nicht so verkehrt. Bekommen eine Münze. Und jetzt bekommen wir aber auch unser erstes Item, eine Banane. Mit der können wir doch schon mal ganz gut umgehen. Oder. Oh nein, hier ist einer mit einem Stern unterwegs. Verpiss dich von mir. Alter, ganz. Da habe ich wahrscheinlich zu sehr abgebremst in der Kurve. Okay, unsere Defense ist wieder weg. Boah, war das knapp, wow. Grüner Panzer, zumindest von hinten geschützt. So viel zu dem Thema, von hinten geschützt. Ach, komm. Fuck you. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ich hab's euch gesagt. Chaos en masse. Ah, zum Glück hat uns der Kugelwilli in Ruhe gelassen. Es ist immer noch erst Runde 5. Waren wir nicht gerade eben schon in Runde 5? Boah, noch ein Kugelwilli. Der ist wieder an uns vorbeigefahren. Sehr gut. Okay. Alter, die Musik wird immer schneller. Wow, wow, wow. Jetzt haben wir wieder keine Defense mehr. Und es ist die letzte Runde. Es ist die letzte Runde. Komm, gib mir noch was. Genau, die Banane. Die Banane kann ich jetzt brauchen. Nein! Nein! Nein. Ich vergeig's diesmal selber gleich im ersten Rennen mit den 40 Münzen. Okay, 15 Punkte für uns, 12 für Daisy, 10 für Mario. Versuchen wir münztechnisch noch das Beste draus zu machen. Oh, diesmal habe ich selber vergeigt. Warum fahre ich über die Banane? Ah, okay, weiter geht's im Käseland. Haben wir einen Kettenhund, der sich scheinbar nur von Käse ernährt. Ach, ist das ärgerlich, wenn man es direkt im ersten Rennen schon wieder versemmelt. Nun gut. Fahren wir jetzt erstmal das Käseland. Das Handling könnte etwas besser sein, bin ich der Meinung. Von dem Crossbike. Ah, da kommt auch schon wieder der erste Panzer. Ist unsere schöne Defense auch schon wieder weg. Oh, ich bin es langsam leid, hier abgeschossen zu werden. So. Ah, Münze verpasst, schade. Jetzt hier eine Bombe, eine schöne, eine kleine, aber... Alter Schwede, kommt der weit raus. Kleine, aber feine Bombe für die Defense. Ja, die ist nicht optimal. Aber besser als nichts. Selbst besser als eine Münze. Weil mit der kann man sich letzten Endes trotzdem noch verteidigen. Und damit ist die erste Runde auch schon wieder vorbei hier im Käseland.
das eigentlich auch eine Retro-Strecke? Ich glaube, das war auch eine Retro-Strecke. Und eine Frage stellt sich auch dieses Mal wieder. Also dann zum letzten Rennen. Nämlich die Frage. Ja, ging nicht anders. Komm. Stelle ich mir sogar selber noch eine Falle dort. Und da ist ein blauer Panzer auch schon wieder unterwegs. Ja, hätte ich die Münze auch vorher einsetzen können. Da wir nicht mehr als 8 Münzen hatten, wäre es keine Verschwendung gewesen. Genau, die Münze erstmal behalten, auch wenn wir eine Defense haben. Die Defense ist leider nur eine Bombe. Und ich weiß nicht, ob als nächstes ein roter oder ein blauer Panzer kommt. Deswegen belassen wir es erstmal so dabei. Vielleicht kann ich auch noch schnell genug reagieren bei einem roten Panzer. Schauen wir mal. So, endlich halte ich mal den Drift hier bis zum Schluss. Bin ich jetzt auch schon jede Runde innerlich aufgeregt, was ich hier mache eigentlich. Ah, shit! Na klar! Alter. Wieder liegt die Bombe richtig ungünstig dann auch im Nachhinein für uns. So, 5 Münzen haben wir. Komm, wir brauchen nochmal so ein Doppelpäckchen. Vielleicht bekommen wir dadurch nochmal ein paar mehr Münzen. Jawohl. 8 Münzen. Boah, nein. Kommen wir am Ende mit 9 Münzen ins Ziel. Ja, wir kommen am Ende mit 9 Münzen ins Ziel. Auch hier war mehr drin. Auch hier... Ja, ein Stück weit Ereignis verschulden. Aber was soll's. 30 Punkte und Platz 2. Daisy und Baby Daisy zusammen mit 21 Punkten. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt bis zum letzten Rennen. Wir werden auf jeden Fall weiter nach den Siegen greifen. Und als nächstes steht hier der wilde Wipfelweg an. Ah ja, genau, das war das, wo wir direkt senkrecht nach oben starten. Ganz geil eigentlich, wie das hier links aussieht, wie die Tots hier an der Seite stehen. Und du eigentlich merkst, wie steil du hier an der hässlichen Wand gerade stehst. Okay, fahren wir mal hier lang. Dadurch fährt nämlich der rote Panzer an uns vorbei. Warum auch immer. Das ist ja lustig. Klappt das immer oder nur, wenn man relativ nah noch im Bereich seines Hintermanns unterwegs ist? Das ist halt die Frage. Ah, shit, verpasst. Und weg war unsere Münze. Hatten wir eine Münze oder eine Banane? Na, ist egal. Auf jeden Fall ist das Item weg, deswegen brauchen wir uns eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber machen, was es war. Denn das ist jetzt eh egal. Boah, Alter. Der Blooper kommt hier genau im falschen Moment. So, wenn du hier nicht siehst, wow. Da geht's richtig ab. Wagen wir wieder den Flug hier hinüber. Boah, und tschüss. Alles weg. Alles mal wieder weg. Boah, die Banane auch schon wieder super räudig dort. Besten Dank an den, der das Kunststück vollbracht hat, die Banane dorthin zu legen. Jawohl. Münze und einen grünen Panzer haben wir für die Defense. Und damit schaffen wir auch Runde 2. So. Schaffen wir vielleicht zumindest hier mal ein Rennen mit 10 Münzen. Bis jetzt sieht es gut aus, selbst wenn es jetzt hier nochmal einschlägt mit einem blauen Panzer, haben wir immer noch gute Karten, da wir ja noch diese Doppelmünze in der Hand führen. Fliegen wir also wieder hier in Abschnitt 2 der Piste. Zack, weg waren schon mal die Münzen. Danke dafür im Übrigen. Alter, wo fahre ich denn auch schon wieder lang? Das ist zum Kotzen mit dem Blooper. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas Ereignisverschulden wieder war. Beziehungsweise, ja.
Boah, ich dachte schon, wir nehmen wieder die Banane kurz vor Schluss mit. Ich wäre richtig ausgerastet auch. So, 45 Punkte für uns jetzt. Daisy, 33. Baby Daisy rutscht sogar... rutscht dann nicht komplett vom Podest. Mario kämpft sich auf Platz 3 jetzt mit Baby Daisy zusammen. 30 Punkte, also richtig eng dort hinten. Aber vorne fahren wir mal wieder einsam. Drehen einsam unsere Kreise. Und das wird sich jetzt auch in der letzten Strecke nicht ändern. Hier im Animal Crossing Dorf. Ist es wieder Sommer? Ja, wo scheinbar wieder Sommer ist. Okay, wir fahren also wieder bei sommerlichen Temperaturen hier im Animal Crossing Dorf. Unser Münzsack ist aktuell noch leer. Das gilt es zu ändern. 3 Münzen haben wir schon mal gesammelt. Hängen wir mal den grünen Panzer hinten ran, dass wir tatsächlich auch eine Defense haben. Und es nicht nur so aussieht, als hätten wir eine. Ah, wir bekommen das Päckchen auch, wenn wir den Ballon nur kaputt machen. Okay. Auch das ist ja eine Information, die gar nicht so verkehrt ist, die zu wissen, beziehungsweise die zu kennen. Und dann geht's jetzt hier auch gleich auf Startziel. Runde 1 ist geschafft und da kommt mal wieder die hässliche Blooper. Oh, mein Lieblingsblooper. So, wo geht's lang? Ich sehe nichts. Oh, alter Schwede. Also das mit dem Blooper ist echt schwieriger geworden im Vergleich zu dem älteren Mario Kart. Da konnte man wirklich noch relativ gut sehen, was man machen muss. Das ist jetzt nicht mal mehr ansatzweise machbar. Na gut, ansatzweise vielleicht schon. Aber es ist deutlich schwerer geworden. Vergleich, das heißt, ich habe es wieder geschafft, dort rechts vorbeizufahren, ne? Ja, hier können wir auch noch springen. Das habe ich mir nämlich vorhin schon gedacht, dass das möglich ist. Ah ja, genau. Und diese komischen Früchte, die hier rumliegen, die kann man ja auch als Turbo nutzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier überhaupt Pilze gibt oder ob es hier immer diese komische Animal Crossing Frucht ist. Zack, weg war die Defense. Mal wieder. Oh, nächster Blooper. Alter, wie viele Blooper habt ihr denn? Das gibt's ja auch gar nicht. Okay, diesmal ist mir der Sprung etwas misslungen. Oh, ich dachte schon, ich fahre doch noch im letzten Moment vorbei. Ich hätte mich nicht gewundert. So, nicht von dem jetzt noch mitnehmen. Oh, war das knapp. Und das war's. Der blaue Panzer erreicht uns erst im Ziel. Zumindest 36 Münzen holen wir am Ende heim. Neben den 60 Punkten. Und Baby Daisy kämpft sich tatsächlich wieder ran an Daisy. Beide werden Zweiter mit 42 Punkten. Kein dritter Platz. Heute also. Und damit geht's jetzt ab zu den Highlights. Holen wir uns den Pokal. Und vielleicht hatten wir noch genügend Puffer für ein weiteres Kartteil. Lassen wir uns überraschen, die Highlights werden heute präsentiert. Sind das, ist das, nee, das ist nicht Scheigeis Wasserfälle. Boah, was war das für eine Strecke? Wilder Wipfelweg, genau, Wilder Wipfelweg. Da kommen heute die Highlights her. Und vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann nochmal die 40 Münzen heimzubringen. Heute hat es leider wieder nicht gereicht. Aber für diese Trophäe hat es gereicht. Und für die 3-Sternen-Bewertung. Ein neues Fahrzeugteil ist auch drin, welches das ist. Schauen wir uns wie immer beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, euch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen zu Mario Kart 8 Deluxe. Dann gehen wir in die 4. Runde im 100er Cup. Die letzten Grand Prix stehen dann noch aus. Und die werden wir lösen. Ich würde sagen, macht's gut, bis dahin.